Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir machen heute bei einem Astra J Sports Tourer. Passen natürlich aber auch für den normalen, für den 3- oder 5-Türer. Machen wir hinten Bremse. So, hört sich schlimm an, ist es aber nicht. Wir machen hinten Scheiben und Klötze, also wir machen beides zusammen. Und wie immer, Schritt für Schritt zeige ich euch, wie es funktioniert, ohne lange rumzuquasseln. Wir fangen direkt an. So, ich glaube, so könnt ihr alles perfekt sehen, könnt alles live mitverfolgen. Was wir als allererstes machen ist, bevor wir irgendwas jetzt hier anfangen, kümmern wir uns erst um die kleine Schraube hier. Weil noch haben wir die Möglichkeit, mit der Handbremse zu arbeiten, die anzuziehen, die Scheibe zu blockieren, um uns in Ruhe hier die Torx-Schraube rauszuholen. Es ist keine relevante Schraube, es ist nur eine Sicherungsschraube, die wie gesagt ab Werk verwendet wird, damit halt bei der Montage die Bremsscheiben nicht runterfallen, wenn noch keine Räder dran sind, also die Bremsanlage auch noch nicht montiert ist. Ne, also darum geht es das eigentlich nur. Es ist nur eine Fixierschraube, es ist nichts Besonderes. Hier in diesem Fall ist es eine 30er Torx. Wir gucken, ob wir die jetzt so rauskriegen. Sollten wir die nicht rauskriegen, müssen wir dann mit Handbremse arbeiten. Aber die funktioniert hier. Also die kriegen wir so raus. Gut. Solltet ihr damit Schwierigkeiten haben, ansonsten ein bisschen anklopfen, damit sich das Gewinde vom Gegnerischen lösen kann. Und dann Handbremse anziehen. Und dann müsste die eigentlich auch rausgehen. Nimmt auf jeden Fall den passenden Torx. Hier ist es jetzt zum Beispiel 30er. Es gibt ja auch dann 27er. Sieht fast genauso aus, aber wenn da richtig Kraft drauf kommt, dann rutschen die durch und dann macht ihr euch die Schrauben rund. Und dann geht da unnötige Arbeitszeit drin flöten. Das muss ja alles nicht sein. So, die kleine Schraube haben wir. So, die kommt sowieso neu. Da wir ATE-Bremsscheiben haben, sind die immer neu im Set mit dabei. Als nächstes machen wir einmal die grobe Vorreinigung. Grobe Vorreinigung heißt, wir gehen auch mit Drahtbürste drüber und machen schon mal einmal grob den Sattel schon mal ein bisschen sauber. Einfach aus dem Grund, jetzt ist er hier fest, jetzt kann er uns nicht abhauen. Wir haben noch die alten Klamotten drin, haben wir jetzt schon die neuen Sachen drin mit Scheibe, Belege. Wir haben das alles mit Paste eingerieben, dann fällt uns der ganze Dreck schon wieder da drauf. Wollen wir nicht. Das heißt, eben kurz mit Drahtbürste, eben einmal grob vorreinigen. Das heißt, einmal den Sattel ein bisschen vom ganzen Bremsstaub entfreien, befreien und dann gehen wir da einmal hier vernünftig drüber. Ein bisschen mit den Gummimanschetten aufpassen, dass ihr da jetzt nicht so mit der Drahtbürste reinrattert. Ein bisschen beiseite und dann gehen schon mal einmal hier den ganzen Dreck einmal runter, so dass alles aber schon ein bisschen sauber ist. Was wir jetzt brauchen, ist einmal ein 13er und ein 18er Gabel. Die sind nämlich für hier unten. Da geht ihr quasi einfach von hier unten an die Seite rein. Da steckt ihr den mit auf. Der ist für den Inneren gedacht. Ich denke mal, wenn ihr dabei seid, werdet ihr es genau sehen. Ihr geht, wie gesagt, was hier oben zu sehen ist, ihr geht quasi direkt hier drauf. Das jetzt nur für unten. Da kann man dann schön einmal reingehen. So, da sind wir drauf. Und dann haben wir einmal dann den 13er quasi hier hinter. So, und dann können wir uns den damit nämlich einfach lösen. Und dann dreht der schon nach unten hinweg. So, kann man dann mit 3/8 halb Zoll Werkzeug, je nachdem was gerade zur Verfügung ist, das spielt keine Rolle. Das können wir uns dann einfach sauber hier lösen. Gehen wir hier drauf. Das ist jetzt wie gesagt eine 10er Schlüsselweite. So, hier einmal am Bolzen kann man direkt mit der Hand festhalten. Sollte es bei euch zu stramm sein, dann natürlich mit dem 18er einmal gegenhalten. Aber hier ist es relativ easy und locker. Das kann man nämlich so abdrehen. Und dann können wir die Schraube so rausholen. So, müsste zu sehen sein. Aber wie gesagt, wenn ihr da vor Ort live bei seid, dann wisst ihr genau, was ich meine. Das ist hier absolut kein Hexenwerk. Das ist alles 0815 hier. Das Einzige, was wir vielleicht brauchen, ist den Kolbenrückdrücker. Das ist das Einzige, was ihr an Spezialwerkzeug braucht und der Rest ist alles ganz, ganz easy. Wie gesagt, das ist einmal die von oben und dann einmal unten den langen Bolzen, den einmal mit raus. Und dann haben wir den auch schon in der Hand. Jetzt ist der Sattel soweit komplett lose. Das heißt, wir können ihn jetzt einfach nach hinten hin abziehen. Ein bisschen mit spielen. Sollte ein bisschen klemmen, könnt ihr auch wahlweise mit so einem Schlitzschraubendreher ein bisschen zwischengehen, euch den langsam vorhebeln. Aber eigentlich sollte der so lösbar sein, per Hand. Ein bisschen herwackeln.
So, dann haben wir den schon raus. Den legen wir uns beiseite. So. Dann haben wir jetzt hier den Sattelträger. Wir können aber auch schon vorab einmal die alten Halteklammern rausnehmen. Ich habe schon gesehen, in unserem Set sind neue mit dabei. Das heißt, Bremsbelegung ist natürlich vorher raus. Sonst wird das Ganze nichts. So, die kann man, da wir Scheibe und Belege machen, können wir die einfach rausdrücken. Ich muss so sagen, die klemmen sehr stark. Und hier sieht man schon, die sind Feierabend. Seht ihr das? Die sind, da ist nichts mehr drauf. Die sind komplett, was sind das? 2 mm, 3 mm. Ist natürlich, ja, die machen wir neu. Deswegen das Video, deswegen seid ihr live dabei. Aber was man sagen muss, die sind schon gleichmäßig abgefahren. Also die Bremse hat hier einwandfrei funktioniert. Also das ist schon... ja, ihr hört wahrscheinlich die ganze Zeit den Hahn. Den höre ich auch. Ich muss auch dazu sagen, mal so jetzt unter uns, ich habe in meinem Leben noch nie so früh ein Video gedreht. Also wir haben, weiß ich nicht, ich hole mal mein Handy. Wir haben jetzt 6.19 Uhr, Leute. Seht ihr das? 6.19 Uhr. Morgens um 20 nach 6 am Hof Bremse machen. Ja, ich hatte einfach nur eine Nachtschicht gehabt und da war Wochenende haben. Ja, finde ich, braucht man nicht pennen gehen, kann man später. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht müde, ich habe gestern Abend noch ein bisschen geschlafen gehabt, deswegen. Also von daher alles gut. So, weiter hier im Text. Jetzt haben wir hier hinten ja noch den Träger. Den müssen wir natürlich auch rausnehmen, sonst kriegen wir die Scheibe nicht ab. Die ist nämlich, ja, die ist nicht wie bei VW, dass man die rausdrehen kann bei manchen Fahrzeugen wie früher. Ich glaube beim Passat 3BG und beim A4 B5 war das ja so, dass man da die Scheibe auf der Hinterachse so rausdrehen konnte. Ist aber bei den Autos hier alles nicht, das müssen wir, da muss der Träger für ab. So, dann haben wir hier die erste davon. Das sind beides die gleichen, oben wie unten. Das spielt keine Rolle. So, Träger ab, Schraube raus. Scheibe ab, ratzfatz. So, man sieht auch, die ist sehr schön abgelaufen. Also ich muss sagen, die Bremse hat hier einwandfrei funktioniert. Ist jetzt reiner Verschleiß. Ja. Man muss auch dazu sagen, die Scheibe sieht mal gar nicht so schlecht aus. Wenn man mal so guckt, die hat noch nicht extrem Suppenrand. Also so einen richtigen Tellerrand hier an der Seite. Aber wir machen sie mit neu. So. Ganz wichtig. Ich weiß, das hassen wir alle. Aber die Narbe muss sauber. Die muss von Rost befreit werden. Und zwar, ihr müsst euch das so vorstellen. Komm noch mal her. Alte Scheibe. Wenn ihr jetzt hier die Narbe nicht exaktamente vernünftig sauber macht und ihr lasst diese Rostpickel hier drauf, die quasi jetzt hier auf... So, weiter im Text. Ich musste gerade kurz unterbrechen, weil mein kleiner Sohn brauchte eben Hilfe. Ist gerade wach geworden. Ja, auf jeden Fall, weil ich euch sagen wollte, Narbe reinigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zwar, wenn ihr die Rostpickel noch hier drauf habt, jetzt im übertriebenen Sinne mikroskopisch groß. Ihr nehmt jetzt eure neue Scheibe, setzt sie auf eine Narbe drauf und im übertriebenen Sinne ist sie krumm. So, das heißt, wenn die sich dann natürlich dreht im Fahrbetrieb, dann ist die im übertriebenen Sinne, fängt die dann an zu schlackern. Wenn ihr dann bremst, dann habt ihr A, ein pulsierendes Bremspedal und die Bremse arbeitet nicht einwandfrei. Das ist so der Hintergrund daran. Deswegen die Narbe, die Auflagefläche muss wirklich, die muss 100% muss die sauber sein. Die muss nicht aussehen wie neu. Aber der Dreck bzw. der Rost, der hier dran ist, da kann man einfach eine Drahtbürste nehmen. Und bei Opel haben wir jetzt hier leider Stehbolzen. Wenn man aus der VAG oder BMW oder Mercedes, die haben natürlich eine flache Narbe, da kann man richtig schön einmal drüber. Hier ist ein bisschen schwieriger, muss man halt ein bisschen mehr schrubben, aber das geht. Wenn wir uns die Narbe genau angucken, die Scheibe sitzt auch nicht komplett auf der Narbe auf, sondern die hat nur hier außen die Phase und hier innen drin. Das heißt, hier in der Mitte liegt die Scheibe noch nicht mal auf. Also die
Die berührt sie noch nicht mal, weil wir hier eine Vertiefung drin haben. Das zu Thema Narbe. Wenn ihr die Narbe komplett sauber habt, so mache ich es, wie ihr das in der Reihenfolge macht, eigentlich relativ egal. Gehen wir zu dem Sattel, zu dem Träger. Träger. Sattel machen wir auch gleich. Beim Träger machen wir erstmal Folgendes. Wir nehmen erstmal die alten Spannklammern raus, beziehungsweise die Führungsklammer für die Bremsbeläge. Die nehmen wir einmal raus und kontrollieren einmal den Träger. Das heißt, wir schauen uns einmal hier die Bolzen an, ob die freigängig sind. Wenn die Bolzen fest sind, kann die Bremse nicht vernünftig arbeiten, ihr habt einen erhöhten Verschleiß, die Bremsbeläge klemmen, die Bremse kann aufglühen, die blockiert, Radfreigängigkeit ist sehr, sehr schwer, wie man das auf Türsprache sagen würde, aber die sind wirklich, die funktionieren hier, die sind frei. Sollte euer fest sein, ist das auch kein Problem, ihr könnt einfach vorsichtig dran ziehen, die Manschette könnt ihr einfach hier abziehen und dann könnt ihr den Bolzen in die Hand nehmen und dann könnt ihr die neu fetten, sauber machen, den Dreck raus und dann wieder zusammenstecken. Bei dem ist das aber jetzt hier nicht erforderlich, die funktioniert hier einwandfrei, ist auch noch genug Fett drin. Also das ist jetzt hier wirklich, das ist einwandfrei. Dann gehen wir auch hierbei einmal an die Auflagenfläche. Wir sehen hier quasi hier innen drin, wo die Klammern reingehen. Und dann haben wir hier überall so Phasen drin, so Auflageflächen für die Klammern. Da einmal mit dem Schlitzschraubendreher am besten einmal richtig reinfahren, aus Ecken den Dreck rausholen, dass die Klammer da später einen vernünftigen Sitz hat. Und den Rest einmal mit Drahtbürste einmal komplett abfahren. So, wir sehen hier dann auch nicht nur den Bremsstaub, sondern auch ein bisschen der Rost, der sich aufgebaut hat. Ja, einfach runternehmen, sauber machen, abkratzen. Die einmal vernünftig sauber. Und dann habt ihr dahinter ja auch keinen Stress und ihr habt genauso wieder eine gute Bremse, wie ihr es von Anfang an gewohnt seid. Ne, das einfach abfahren. So. Und dann jetzt auch wieder hier mit den Bolzen aufpassen oder ihr zieht die ab, könnt ihr auch machen. Nur dann aufpassen mit dem Dreck, dann müsst ihr den hinterher ausspülen und sauber machen. Also jeder macht das immer ein bisschen anders, jeder erklärt euch das anders, aber ich zeige euch das so, wie ich das mache. Ihr könnt es gerne so nachmachen, aber wie gesagt, jeder hat da so ein bisschen seine eigene Methode. Hier geht es eigentlich lediglich um die, ja, ich sag mal um die Anleitung, wie man es am effektivsten, einfachsten und wie es allgemein überhaupt funktioniert. So, hier einmal kann man richtig schön volles Mett reindrücken. So, wir sehen jetzt hier einmal den Sattel. Den können wir auch in einmal vom groben Dreck schon mal hier, was wir jetzt hier oben so sehen, einmal ein bisschen befreien. Hier rauskratzen, dass hier so schon mal ein groben Dreck zu sehen ist. So, und dann ein bisschen mit dem Bremsschlauch aufpassen, dass er nicht hier zu stark einknickt. Und dann sehen wir jetzt hier den Kolben. So, ich hole euch eben einmal eben hier rum, dann könnt ihr es auch viel einfacher und besser sehen. So, hierfür brauchen wir jetzt einmal das Spezialwerkzeug, da ist dann einmal der Koffer dazu. Da sind dann verschiedene Ausführungen drin. Ich setze euch das in die Videobeschreibung rein. Wie gesagt, alles, was ihr hier sehen könnt, liste ich euch einmal auf, was ihr dafür braucht. Ich setze euch auch, glaube ich, direkt dann die passenden Artikel rein für ein Astra J. Wobei, ihr müsst ihr aber nichtsdestotrotz dennoch vergleichen, weil es kann sein, dass es unterschiedliche Größen gibt, von Benzinern zu Diesel und so weiter. Wir haben hier zwar den Diesel, aber guckt besser nach Schlüsselnummer und sowas und dann kann nichts passieren. Ich setze euch das Werkzeug auf jeden Fall rein, da könnt ihr dann mal gucken, was euch da noch fehlt, was ihr dafür braucht und dann steht euch da nichts mehr im Wege. Und ja, was wir hier sehen, der hat eine Aussparung quasi auf 6 und auf 12 Uhr, das heißt, die sind einfach nur gegenüberliegend, zwei Stück. Dann gucken wir hier, was wir hier zur Verfügung haben. Den setzen wir dann einfach hier rein. Ja, der passt schon mal, als wenn er dafür gemacht ist. So, dann setzen wir uns den einfach hier drauf. Sind komplett auf Anschlag zurück. Setzen den hier drauf. Ist einfach nur magnetisch gehalten. So sieht das Ganze dann aus. Und dann setzen wir den hier drauf. Setzen den auf Vorspannung. Jetzt haben wir den hier drin. Wir drehen jetzt ja quasi den Kolben, drehen wir zurück. Und dabei drücken wir natürlich die Bremsflüssigkeit auch zurück in den Bremsschlauch. Aber nicht nur zurück in den Bremsschlauch, wir drücken quasi die ganze Flüssigkeit, die hier drin ist, in das gesamte Betriebssystem von der Bremse zurück, bis nachhin zum Ausgleichsbehälter vorne im Motorraum. Macht auf jeden Fall die Haube auf und schaut, dass da genug Platz ist, dass ihr da für die Flüssigkeit, die ihr zurückdrückt, dass sie theoretisch hier oben wieder reinpasst.
Ne, sonst läuft euch das über und das ist eine Riesensauerei und auch Umweltbelastung, muss man ja auch so sagen. Das muss ja nicht sein. Also könnt ihr besser vorher eine Spritze irgendwie absaugen oder so. Eben einmal einen Blick reinwerfen. So, bei dem ist es alles gut. Ich bin hier unter Minimum sogar. Da habe ich mich vorher drum gekümmert. Deswegen. So, dann halten wir es einfach nur gegen und dann drehen wir den Kolben per Hand ein. Es kann sein, dass im ersten Augenblick sehr, sehr schwergängig geht, da der halt ja die ganze Jahre nicht bewegt wurde, beziehungsweise nicht gedreht wurde. Wir gucken jetzt, wie weit wir kommen. Wir müssen ein bisschen auf den Bremsschlauch achten, dass wir den nicht zu sehr dem auf Vollgas geben. Ansonsten müssen wir nämlich die Handbremse eben aushaken. Aber das geht jetzt gerade. So, und dann sehen wir, wie wir jetzt das hier drehen können. Während wir drehen, auf die Manschette achten, dass die sich auf gar keinen Fall mitdreht. Verdreht ihr die, kann sein, dass die einreißt. Dann läuft über die Zeit Wasser, Salz, Dreck, Straßendreck, Feuchtigkeit, alles rein. Und der Kolben fängt an fest zu gammeln. Und dann habt ihr quasi wie eine Dauerbremse. Und das ist natürlich auch scheiße. Ne? Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass das alles hier schön gangbar ist. Und dann kann man den hier sehr schön dann quasi verdrehen. Ja, ganz so leichtgängig ist das gerade nicht. Ah, jetzt kommt er. Mal ein bisschen nachdrehen wieder. So, jetzt kann man den schön eindrehen. Das sieht hier brutal mit dem Bremsschlauch aus, ne? Aber der ist lose, seht ihr? Der ist nicht auf Spannung. Also da halte ich die ganze Zeit mit der Hand gegen. Da müsst ihr auch drauf aufpassen, dass der wirklich keine Belastung abkriegt. So, dann kann man den schön sauber eindrehen. So, ihr merkt auch, wenn ihr am Ende seid. Also der fängt dann sofort an zu blockieren. Ihr könnt schlagartig nicht mehr weiterdrehen. Ihr könnt bis zum Anschlag rein. Ihr braucht nicht vorher aufhören. Geht auch schön leicht. So, jetzt kann ich auch nicht mehr weiter, jetzt ist er fest. So, drehe das hier wieder ein und hole mein Werkzeug wieder raus. So, packen wir direkt weg. Was weg ist, kann ich vor die Füße fliegen. Ja, dann haben wir jetzt hier unsere neue. Wenn ihr die aus der Verpackung holt, eben einmal einen Bremsenreiniger, eben einmal abspülen. Weil es immer noch sein kann von der Herstellung aus der Industrie, dass die Bremsscheiben werden ja halt, ich sag mal, gedreht. Die werden ja, wenn die hergestellt werden, ist ein Öl mit im Spiel, im Herstellungsprozess. Und ja, deswegen einmal Bremsenreiniger einmal abspülen, ist immer besser. Dann habt ihr da die Fett- und Rückstände auch alle sicherheitshalber noch mit weg. Und dann könnt ihr die Bremsscheibe so, wie sie ist, draufsetzen. Dann haben wir, wie gesagt, einmal dann die neue Hilfsschraube. Die setzen wir direkt mit an. Jetzt hier war sie mit dabei. Die braucht ihr auch nicht mit 500 Newton und LKW-Drehmomentschlüssel festziehen. Einfach vorsetzen, gut handfest anziehen, fertig. Also das ist keine Schraube, wo die Bremsscheibe mitgehalten werden soll, beziehungsweise wo die draufbleiben soll. Das passiert hinterher über die Radmuttern. Das ist einfach nur eine Hilfsschraube, ne? Ganz wichtig. Dann gehen wir jetzt bei und machen unseren Träger wieder rein. Eben kurz einmal den Sattel ein bisschen beiseite vorsichtig. Zack. Einmal dann die Schrauben immer mal sauber machen. So, und dann können wir wieder unseren Träger nehmen und setzen quasi den einfach hier wieder vor. Stecken die Schrauben hinten rein. So, die erste ist schon mal drin. Das Ganze hat eine 15er Schlüsselweite, wie gerade, da hat sich ja nichts geändert. Die ziehen wir fest. Da gehen wir gleich auch noch kurz mit dem Drehmoment drauf. Die kriegen dann 50 Newtonmeter. Zumindest so ist es in dem Programm beschrieben worden. Das halten wir natürlich auch ein. Wie gesagt, dann haben wir hier unseren Drehmomentschlüssel. 50 Newtonmeter reichen wir völlig aus. Dann ziehen wir die fest. Einmal. Zweimal. So, dann sind wir da schon mal safe, kann nichts mehr passieren. Weiter zu den Belegen. Ich habe euch erzählt, wir haben jetzt hier neue Klammern mit dabei.
wenn ihr Bremsen bestellt habt oder Bremsbeläge und ihr habt die alten Klammern und ihr habt keine neuen mit dabei, das ist absolut kein Problem. Also die kann man wieder sauber machen, reinigen. Da geht die auch ganz normal nur mit der Drahtbürste bei, falls ihr jetzt wie gesagt keine neuen habt. Und dann könnt ihr die somit vorsichtig sauber machen. Also das wäre jetzt, ja, wenn man da jetzt, ich sag mal, ein bisschen reingeht oder auch mit Bremsenreiniger, seht ihr, die werden relativ schnell wieder sauber. Wir nehmen jetzt aber natürlich die neuen. Wenn die schon mit dabei sind, dann nutzen wir die auch. So, setzen die hier unten rein. Gucken, dass die in der Mitte sitzen, also jetzt nicht verdreht nach rechts oder nach links, sondern die müssen schon zentral rein. Aber die kleinen Klammern hier an der Seite, die helfen einem, dass man dann schön gucken kann, und drücken die dann rein. Man kann jetzt auch noch mit dem Schlitzschraubendreher genau hier unten in die Ecken rein und denen dann kleine Schläge geben, dass die wirklich bis Anschlag drin sind. Und dann zeige ich euch gleich noch was zu den Bremsbelägen, warum das so wichtig ist. Das denken viele leider nicht mit, wird in anderen Videos leider auch viel zu wenig erklärt, beziehungsweise darauf eingegangen. Deswegen möchte ich euch das unbedingt zeigen. So, ihr müsst jetzt Folgendes vorstellen. Wenn ihr jetzt eure neuen Belege habt und ihr setzt die jetzt rein. Die Belege müssen stramm drin sein. Das ist korrekt, das ist richtig. Aber die dürfen auch nicht zu stramm sein. Wenn noch zu viel Dreck oder Rost oder Oxidation oder was aufgequollenes noch hier drunter ist und die Belege, die werden beim Einsetzen, gehen die so stramm rein. Das Problem ist, die bleiben dann auch so. Wenn ihr dann die Bremse losgelassen habt während der Fahrt, also ihr steht an der Ampel, bremst und wollt dann weiterfahren, dann sind die Belege immer noch auf Druck. Ihr habt dann ziemlich schwer, beziehungsweise die Bremse hat ziemlich schwer zu arbeiten, da die Belege immer noch auf Druck auf der Scheibe liegen. Somit habt ihr natürlich einen sehr hohen Verschleiß. Die Bremse kann wieder aufglühen, die wird heiß, die fängt an zu stinken und alles ist wieder scheiße. Zu lose dürfen die auch nicht sein, also die dürfen natürlich jetzt nicht klimpern und klappern hin und her, einfach einen gesunden Mischmasch. Also das heißt, die müssen vernünftig hier drin sein. Die dürfen nicht lose, aber auch nicht fest sein. Die sollen einfach vernünftig, dafür ist es hier, wir werden es gleich mit dem Bremsenpass ein bisschen einschmieren. Und dann müssen die stramm hier drin, aber halt so, dass man die mit dem Finger mit etwas, ja, wie sagt man das jetzt, mit mehr Kraft, mit dezenter mehr Kraft hin und her schieben kann. Also die müssen, dass die halt schön gelagert sind, die, wie gesagt, die sind ja auch nicht festgeschraubt, gar kein Bremsbelag ist festgeschraubt, dass sie halt hier drin arbeiten können. Wenn der Kolben zurückfährt, dass auch die Belege nicht mehr an eine Scheibe drücken. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also sollte das bei euch noch klemmen und die sind fest, dann nochmal eben rausnehmen, sauber machen, nochmal ein bisschen mehr Material runternehmen von den Trägern, nochmal nachschleifen mit Drahtbürste oder ihr könnt auch mit einer ganz, ganz feinen Feile einmal reinfahren, den ganzen groben Dreck da rausfahren, das ist auch alles kein Problem. Ne? So, jetzt nehmen wir hier unseren Bremsbelag schon mal für hinten. Den setzen wir da jetzt schon mal einmal ein. So, das heißt, einfach hier reinschieben. Zack. So. Jetzt haben wir den hier drin. Und jetzt am besten mit dem Finger mal gucken. Seht ihr, wie ich den hin und her fahren kann? So mit dem Finger. Und das ist perfekt, das ist super. Das heißt, er kann super frei hier arbeiten. So, wenn ich jetzt nach oben drücken will, geht nicht. Wenn ich nach unten drücken will, geht nicht. Also ich habe wirklich kein Spiel drin, aber die sind trotzdem lose. Die sind nicht festgeklemmt. Und das meinte ich gerade mit, die müssen freigängig sein. Das ist ganz wichtig. Vorne zeige ich euch auch nochmal eben. Machen wir in die vorderen auch eben rein. Einen Augenblick. So. Den setzen wir auch hier drauf. So. Wie gesagt, einfach ein bisschen Bremsenpaste auf die Auflagenflächen. Man sagt dazu Anti-Quietsch-Paste. Für mich ist das der größte Schwachsinn an Fachbegriff. Also das ist keine Anti-Quietsch-Paste. Es ist einfach nur, dass die Bremsbeläge in dem Träger vernünftig arbeiten können, beziehungsweise dass das nicht sofort festgammelt. Und man unterstützt damit quasi einfach nur die Bremsbeläge von der Laufbahn her. Ja, das ist ja, deswegen ist das ja so ein glattes Material. So, jetzt drücken wir die hier ein. So, einen Augenblick. So, jetzt gucken wir hier. So, seht ihr, wie ich den Bremsbelag so per Hand hin und her schieben kann? Er liegt an, ich hole ihn weg. Ich lege ihn an, unten genauso. Also der arbeitet wirklich, man kann ihn so per Hand hin und her. Das heißt, er sitzt sauber und ordentlich drin, so wie damals ab Werk. Jetzt nehmen wir unseren Sattel wieder. Vorsichtig einmal hoch. Eben kurz gucken, dass der Bremsschlauch nicht verdreht ist.
dass er keinen Schaden genommen hat. Wenn man natürlich jetzt, wir haben aufgepasst, passiert natürlich nichts, aber man kann ja trotzdem auch mal gucken. So, und jetzt ganz wichtig, bevor ihr jetzt den Sattel dran macht, ihr müsst auf jeden Fall den Kolben so drehen, dass der hier an der Seite wieder passt. Seht ihr das hier? Und zwar hat der hier eine Nase, da fährt der Kolben nämlich ein. Das heißt, der würde jetzt so, würde es gar nicht funktionieren, weil der dann schief sitzen würde. Das heißt, wir müssen jetzt einmal den Kolben nehmen. Haben wir nur unser Werkzeug. Da habe ich nämlich ja gerade nicht dran gedacht. Aber das ist nicht schlimm. Dafür machen wir das ja vernünftig und kontrollieren ja alles. Wir setzen einfach nur das Werkzeug nochmal an und setzen ihn einfach gerade. Den kann man einfach so per Hand ohne Werkzeug drehen. So, und somit haben wir den jetzt einmal verdreht, dass er wirklich gerade jetzt hier drin ist. Noch ein bisschen weiter höher. So. Seht ihr das? Der ist jetzt quasi 9 Uhr, 3 Uhr. Jetzt, wenn man das Uhrzeigerblatt nehmen würde. So muss der Kolben wieder stehen. So sehen wir es hier auch auf dem alten Kolben vom Abdruck her. Seht ihr hier den komischen Pin da an der Seite? Also dann sitzt er da vernünftig drin. So, jetzt können wir unseren Sattel nehmen und können den quasi einfach draufsetzen. So. Nehmen dann unsere Schrauben wieder. Setzen die einfach hier oben an. So, wir können ja so lange per Hand drehen, bis auch Widerstand ist. Und dann können wir den jetzt mit dem 18er Gabel und 13er Gabel wieder festziehen. Nehmen wir mal hier vor. Ihr das jetzt vernünftig fest. Somit ist eure Bremse jetzt fertig. Nichtsdestotrotz eben noch zwei, drei Punkte als Hinweis, wenn ihr fertig seid. Klar, Rad alles wieder drauf, ist logisch. Und bevor ihr losfahrt, das Bremspedal eben vorpumpen. Ihr habt natürlich jetzt den Kolben zurückgedrückt, dementsprechend habt ihr jetzt keinen Betriebsdruck mehr auf der Bremse. Das heißt, ihr müsst eben euch reinsetzen und das Bremspedal eben wieder aufpumpen, bevor ihr losfahrt. Weil wenn ihr jetzt erstmal auf die Bremse dreht, dann geht das Pedal durch. Ganz vorsichtig. Nicht, dass ihr dann beim Nachbarn in eine S-Klasse reinfahrt oder irgendwie sowas. Alles schon gehabt und gesehen. Also jetzt nicht bei mir, aber dementsprechend da bitte vorsichtig. Ihr habt jetzt keinen Bremsdruck. Eben einmal aufpumpen, dann kommt die Bremse mit 3-4 Mal pumpen, ist die wieder hart und die funktioniert einwandfrei. Während der Fahrt, wenn ihr bremst, kann es sein, dass ihr Geräusche habt beim Bremsen. Dass das richtig so macht beim Bremsen. Das ist, weil die ATE-Scheiben zum Beispiel, die sind alle noch beschichtet. Die haben nur so eine Art, ja, so eine Lackschicht noch drauf, die bremst sich dann runter. Das seht ihr dann, wenn ihr mal ein paar Meter gefahren seid und guckt dann euch eure Bremsscheibe an, dann seht ihr, wie die richtig hell wird. Weil dann sieht die nämlich genauso aus, wie die wir gerade ausgebaut haben. Die ist richtig blank hier. Ja, also die Geräusche, die gehen aber mit der Zeit weg. 5 bis 10 Kilometer, dann sind die Geräusche weg. Ja, also wirklich, das ist völlig normal, auch wenn der eine oder andere sagt, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Leute, doch, das stimmt. Ich weiß nicht, da durch meine 15 Jahre Kfz, ich habe in meinem Leben so viele Bremsscheiben schon verbaut und es war immer das Gleiche. Ja, also nicht wundern, es ist völlig normal, es kann nichts passieren. Wenn ihr es so macht, habt ihr alles richtig gemacht. So, jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wäre cool natürlich für ein Abo und für ein Like, gar keine Frage. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, ciao!